Na gut, dann fangen wir mal an. Herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3. Ich habe mich jetzt entschieden, nochmal zu dieser Kathedrale zu gehen, weil ich glaube, wir haben hier noch einen Käfer übrig gelassen, beziehungsweise einen von diesen komischen Diamantentypen. Gucken, ob ich den jetzt kriege. Und dann geht's ab nach Anor Londo. Ich habe noch nicht so richtig eine Idee, ob es clever war, heute mal das im Dunkeln zu machen. Aber dann kann ich mal gucken, was die Cam im Dunkeln noch für ein Bild macht. So, Käfer eingesammelt, dann auf nach Anor Londo. Ein Fernsehinterview und dann voll krass. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Sowas hatte ich noch nie. Ja, zumal wenn du meinst, so lange, ne? 5 Stunden, das ist echt krass. Zumal du dich bestimmt dann hinterher voll wundern wirst, warum die so lange gedreht haben. Also man hört ja immer diese Geschichten von wegen, ja, wir haben hier 3 Stunden gedreht. Und letztendlich haben sie mich dann komplett rausgeschnitten oder haben von mir nur 3 Sätze genommen oder so. Mal gucken, wie umfangreich das denn letztendlich überhaupt wird, ne? Aber ich glaube, ich wäre ebenfalls so aufgeregt. Ja, genau. Das sieht hier alles so krass aus. Na, dann gehen wir mal rein. Der Hauptteil ist über dich. Ach, krass. Oh Mann. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ja, wir sind hier scheinbar wieder in einem Gebiet, das es im ersten Teil schon gab. Und das Besondere ist anscheinend, so habe ich zumindest die Interpretation verstanden, dass dieses Gebiet für 2 Größen gemacht ist. Und zwar die mittlere Treppe quasi für Riesen. Und die kleinere Treppe für Menschen. Oh, der Sound ist auch so geil, wie der Wind hier an uns vorbeipfeift. Und anscheinend sind jetzt hier Wächter in menschlicher Größe. Im ersten Teil waren hier hauptsächlich Giganten. Im ersten übrigens auch 2. Ah! Sie kämpfen dann gleich beide gegen mich. Okay, bleibt da stehen. Okay, anscheinend kommt die KI nicht bis hier. Aber verdammt nah, was mache ich denn jetzt? Die sind leider ziemlich krass, die Dudes. Okay, sterben. Tod Nummer 1. Ja, im ersten Teil ist es so, dass es hier übelst sonnig ist. Und ich habe dann später erst gelesen und begriffen, dass die Sonne und auch die Göttin, die man hier trifft, oder ich weiß immer nicht genau, wie ich die nennen soll, aber so jemand auch in Gigantengestalt. Dass das alles nur eine Illusion ist und es längst keine Sonne mehr gibt und die schon alle längst abgehauen sind. Ich kann mir vorstellen, dass man jetzt quasi weit in der Zukunft ist und aufgrund der fehlenden Sonne dann hier alles eingereist ist. Okay, Stern. Sehr krass auf jeden Fall. Naja, der Vorteil ist, da ist halt das Feuer. Das heißt, wenn ich da sterbe, kann ich zumindest die Seelenlöcher einsammeln. Ich lock den mal direkt und dann. Ob ich mag, kriege ich den down, bevor der nächste kommt. Okay, da hinten kommt der andere Dude. Au! Was hat der denn für eine krasse Range?
war für mich im ersten Teil eine der schwersten Stellen hier. Mal gucken, ob die im zweiten jetzt auch so krass ist. Okay, er läuft wieder zurück. Ich finde ja, die Blutspritzer sehen in dem Spiel so krass aus. Aber es sieht einfach alles in diesem Spiel so krass aus. Down die Sau. So, komm her, du. Ja? Von denen wegrennen, die Kathedrale flüchten? Ich weiß es nicht. Vielleicht? Ich kann mir halt vorstellen, dass die Tür gar nicht aufgeht. Okay, jetzt nicht sterben, sonst sind die Seelen da oben weg. So. Next. Komm her, du. So. Na dann, Seelen einsammeln und dann gucken wir mal, ob die Tür aufgeht. Also im ersten Teil war es so, dass dieses Tor hier zu war. Also hier nach links konnte man nicht. Die Tür war ebenfalls zu und nur nach rechts, der rechts war dann der einzige Weg, den man nehmen konnte. Okay, diese Tür ist jedenfalls wieder zu. Ich gehe jetzt aber erstmal nach links. Im ersten Teil waren hier überall Dämonen. Dämonen und riesige Wächter. Geheimgang. Ist da irgendwas? Sollte man... Oh. Ach komm hier. Das sieht doch so nach einem Geheimgang aus. Verdammt. Ich dachte, ich hätte einen gefunden, als ich den Bogen gesehen habe. Krass, wie weit wir gekommen sind, ey. Ich überlege gerade, von wo. Kommen wir von da hinten? Ich habe den Überblick verloren. Wir sind auf jeden Fall durch eine riesige Brücke hier rüber gekommen. Es war aber nicht die. Ach, die Brücke war es. Von da kamen wir. Wir sind hier über die Brücke und haben uns hier durchgekämpft. Durch die Stadt. Ja, ich hatte auch schon befürchtet, dass wir da runterfallen. Ach, es sieht wirklich aus wie im ersten. Hier ist nämlich ein Schmied im ersten. Einer von den Riesen, der einem hier Sachen schmiedet. Und hier haben wir den... Der Riese hat wohl nicht überlebt. Giant's Coal. Der hilft einem im ersten Teil. Ja, dann ist man einfach tot und ist wieder beim Leuchtfeuer und die Seelen liegen dann irgendwo hier rum. So, wir haben von ihm Giant's Coal bekommen. Enable Lightning Simple and Chaos Infusion. Das müssen wir dann unserem anderen Schmied geben.
Der kann dann was lernen. Okay, die Treppen sind hier irgendwie beschmutzt, schleimig. Im ersten Teil war das mehr oder weniger eine Abkürzung rein. Aber genau aus dem Grund ging diese Tür nicht auf, sondern nur in die andere Richtung. Man musste sich quasi erst komplett durchkämpfen und konnte von innen dann die Tür aufmachen. Ich glaube, ich gehe aber gleich nochmal raus und will sehen, was passiert, wenn wir rechts lang gehen und nicht links. Ich will trotzdem erstmal gucken, was hier jetzt kommt. Jetzt müssten wir in der Haupthalle sein. Ach du Scheiße. Wir sind in der Haupthalle. Sieht zwar ein bisschen anders aus, sie haben hier ganz schön umgebaut. Es spielt, glaube ich, mehrere Jahrhunderte nach dem ersten. Also, naja. Aber hier ist jetzt anscheinend so ein komischer Kult. Überall sitzen irgendwelche Leute, die, glaube ich, beten. Was ist denn da unten das für ein ekliges Geschmatter? Der Kult mit den roten Augen. Okay, dahinter ist dann der Bosskampf. Im ersten Teil war dort für viele der schwerste Bosskampf des Spiels. Mal gucken, was hier kommt. Hier kommt man runter. Hier sind links und rechts so eine Treppen nach unten. Ich weiß nur noch nicht so richtig, ob ich sie nehmen will. Ich bin mir unsicher. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück und gehen ganz vorne mal in die andere Richtung. Kann auch sein, dass da einfach nur eine Sackgasse ist, aber ich will... Ich will es mir angucken. Ja, ist echt krass gemacht. Der Stil ist auch... Das ist dieses typische... Wenn japanische Designer so ein europäisches, so einen europäischen Stil sich aussuchen. Irgendwie sieht es immer super krass aus. Es ist dann immer noch mal ein bisschen gotischer, als die Goten das selber hinbekommen hätten. Ich habe keine Ahnung von Stilen und was genau gotisch ist. Ich nutze auch einfach nur diese Schlagwörter. Okay, der Typ hat rote Augen und ist wahrscheinlich böse. Dann probieren wir den mal. Brauchen Heiltrank? Yes! Gut, es passt sehr gut. Ah, okay. Ja, habe ich gut geraten. Habe ich gut geraten. So, da unten liegt noch ein Item. Soul of a Crestfallen Knight. Ja, dort unten waren wir auch schon. Hier gibt es quasi nochmal die Abkürzung nach unten. Okay, viel mehr ist hier nicht. Das heißt, wir gehen gleich wieder rein. Da ist noch so ein Bogen. Kommt man da hin? Okay, hier ist wieder nichts. Im ersten Teil ging es hier weiter. Im ersten Teil war links hier neben noch ein anderes Gebäude. Und da konnte man dann, dann rüber. Wie gesagt, vielleicht sieht das auch nur sehr ähnlich aus. Vielleicht ist das eine Kathedrale, die auch so gebaut wurde wie die im ersten. Vielleicht ist das auch nicht das, aber es ist alles sehr ähnlich.
Und die Tür war zu im ersten. Okay, die ist ja auch zu. Nun denn, dann wieder außenrum. Das wäre quasi der Haupteingang, wo man dann direkt in dem großen Raum steht, wo überall diese Schleimdinger sind. Wir gehen jetzt wieder links rein und dann nach oben. Ja. Ja, ich auch. Aber ich würde ganz ehrlich, wenn ich in dieser Welt wäre, ich glaube, ich würde einfach nur zu Hause sitzen und zittern. Ich hätte keinen Bock, auch nur einen Fuß vor die Tür zu setzen. Ich löse einfach Sudokus den ganzen Tag. Ich will von den komischen Viechern hier gar nichts wissen. Okay, hier war im ersten anderen Gang, der ist jetzt anscheinend zu. Wir werden beschossen. Moonlight Arrow. Au! Dicker Schwabbel. Ihr blöden Schleimviecher! Ich find euch sau widerlich. Au! Das stimmt allerdings. Auch wenn ich ganz froh bin, dass die komischen Gegner jetzt hier nicht auch noch anfangen zu singen. Die sollen mal schön die Klappe halten und sterben. Das ist alles, was ich von denen erwarte. Ich finde, hier geht's noch, aber es gibt so Orte in dem Spiel, wo es mich dann doch sehr gruselt. So, ich glaube, da oben geht's nur zurück. Hier gibt's keinen weiteren Gang oder so, wo wir noch reinkommen. Nee, genau, hier kamen wir jetzt her. Dann würde ich sagen, töten wir jetzt diese ganzen blöden Schleimviecher und dann durchsuchen wir in Ruhe nochmal den Raum. Und ich weiß nicht, ob es so clever ist, aber wir haben diese Ember-Dinger. Davon benutze ich meins, dann haben wir insgesamt mehr HP. Bis zum nächsten Tod. Und wir glühen wieder so ein bisschen, das was ich immer sehr schick finde. Hey, Shikazoro, was? Gott, sind hier viele. Ach Gott, da oben sitzt ja auch noch irgendwas. Bringt es runter? Ich hab Angst. Ah! Oh Gott, ich bin gleich tot.
Lass mich das mal ruhig einfach so spielen, wie ich mag. Und ich töte lieber immer ganz gern alles, um mir die Sachen in Ruhe anzugucken. Bleibt der jetzt da unten? Jo, danke. Aber passt schon. Kommt es jetzt automatisch wieder auf mich zu, wenn ich auch hier hinten bleibe? Also ja, ich nehme auch an, dass hier nichts Spannendes mehr ist, aber ich räume eigentlich immer ganz gerne auf. Auch wenn es echt viele sind. Aber irgendwer muss ja hier mal ordentlich durchwischen. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz, gegen das Ding zu kämpfen. Ich weiß nicht, irgendwie. Die Dinger machen zwar nicht viel, aber sie machen mich einfach nervös. Es ist einfach immer was, was ich noch mit im Hintergrund haben muss, im Hinterkopf behalten muss, um vielleicht doch immer mal ein bisschen auszuweichen und so. Irgendwie beruhigt es mich, wenn einfach alles. Wenn ich alles erledigt habe, ja. Wenn ja anscheinend noch ewig viele an der Decke hängen, die ich gar nicht sehe. Au! Natürlich unnötig. Ein Drecksviecher hier. Ich glaube, gegen so ein Viech, also gegen das große jetzt, haben wir in der Kathedrale schon mal gekämpft. Cathedral of the Deep. Das war eigentlich gar nicht mal so stark. Da muss man aufpassen, dass man nicht verflucht wird. Was leider nicht so einfach ist. Schade, dass es nicht so steht, dass ich von oben irgendwie drauf springen könnte. Ja, man könnte natürlich theoretisch auch einfach direkt zum Boss gehen, aber ich weiß nicht so richtig. Vielen Dank fürs Folgen. So, dann versuchen wir es. Die Geräusche sind schon so krass widerlich. Ein Trank! Yes!
down, die Sau. Aldrich's Ruby. So, dann machen wir, sehen wir mal zu, dass wir die Tür irgendwie aufkriegen. Na, ich skill mich ja hauptsächlich auf Damage. Das heißt, wenn ich die Gegner dann erstmal ordentlich zu fassen kriege, dann geht's auch meistens. Dann kriegen wir die auch down. Ja, die Frage ist so ein bisschen, wir haben 38.000 Seelen. Wir könnten auch nochmal einen Skillpunkt verteilen und die Estus Flasks auffrischen. Und dann laufen wir vielleicht einfach durch zum Boss. Weil wir können ja dann von dem Feuer direkt wieder hier hochlaufen. Dann sind zwar hier die Gegner wieder da, aber jetzt, dann können wir ja eigentlich einfach durchrennen. Ich würde ungern die 38.000 verdödeln, zumal... Zumal wir halt auch noch 5 Estus haben. Abgesehen davon sind 38 auch nicht so krass viel. Sich im Raum umgeschaut? Ich dachte. Jetzt noch nicht so richtig, aber ich habe auch nichts schön, nichts Auffälliges gesehen. Ach, hier ist noch eine Truhe. Das ist doch bestimmt Mimik. Scheint kein Mimik zu sein. Estus Shard. Ah, sehr gut. Ja, es sind halt auch nicht so wahnsinnig viele. Es ist halt ein Level, ne? Aber ich meine, was man hat, hat man. Recover HP from critical attacks. Ah. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir kurz zurück. Dann können wir auch den Shard abgeben. Und das Schmiededing. Ah, it's good to see what needs. Ja, der Arme. Seems like ages passed. I imagine his passing was long ago. I miss the old bugger, I do. My thanks. I'll be sure this coal is put to good use. I'll be smithing weapons never afore seen by the likes of ye. It's but a small service to pay my humble respects. Ja, ich denke, es macht nicht unbedingt Sinn, hier was jetzt zu ändern dadurch. Crystal und Simple sind beide für Magie-Damage. Aha. Fire und Chaos gehören anscheinend zusammen.
Dorothy, be careful. Na gut, wir machen erstmal einfach so weiter. Dann gibt's jetzt noch ein Level Up. Welcome home, speak. Very well, then Tothegnar. Frage ist so ein bisschen, was wir leveln. Ich glaube, ich level wieder Damage. Weil es schon nicht mehr so wahnsinnig viel bringt. Ich bin ja auch mal ein Fan von den schweren Rüstungen. Das heißt, wir könnten auch Vitality noch ein bisschen leveln. Ja, ich glaube, finde ich eigentlich ganz cool. Farewell, Ashen One. Und dann zurück. Ja, und dann jetzt... Durchrennen? Wahrscheinlich ist Durchrennen Quatsch. Vielleicht mache ich trotzdem erstmal den Dude da kaputt, bevor er mich kaputt macht. Wenn ich versuche hier durchzurennen. Also ich denke, die Ritter machen wir nochmal. Oh Gott, hat der eine Range. Was vermutest du? Keine Ahnung. Mann! Ach so eine Scheiße. Jetzt ist das Ember wieder weg. Ach Gott, wie soll ich denn das jetzt nicht hinbekommen? Erstmal Seelen einsammeln. Ich probier's mal mit. Durchlaufen. Perfekt.